Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Monster Hunter World. Und zwar habe ich mir heute den Black Hat geschnappt aus der Community. Hallo. Denn wir machen eine ziemlich coole Quest und zwar eine Untersuchung, die ich hoffentlich registriert habe. Ansonsten, ich glaube, ich habe die gar nicht registriert. Ha, sehr gut. Nee, aber ich kann sie ganz kurz mal erklären. Und zwar geht es darum, den Odogaron und den Batzegeuse, ich glaube, der heißt Baselgeuse. Ein paar haben mich ja schon darauf angesprochen, dass ich den Namen falsch ausspreche. Das mache ich bewusst. Aber ich weiß nicht, wie er richtig ausgesprochen wird. Weißt du das vielleicht? Ich glaube, ich spreche den auch immer falsch aus. Irgendwie spricht das jeder falsch aus. Es gibt ja auch irgendwie keine... Ich sage aber auch Baselgeuse, glaube ich. Ich glaube auch, also ich glaube, Baselgeuse würde für mich am meisten Sinn ergeben, ja. Aber... Der Boga und ich, wir haben immer Batzegeuse so gesagt. Ja, ich glaube, genau. Dabei bleibe ich auch. Egal. Den müssen wir jetzt nämlich killen, zusammen mit dem Odogaron. Das kann man nur zu zweit machen. Deswegen dachte ich mir, hey, nehme ich mal den Black Hat mit. Und vor allem gibt das eine Menge Zenny. Und ich hoffe natürlich auch darauf, dass ich damit dann meine Untersuchung im Tal der Verwesung vollenden kann. So, wo hab ich dich? Wo hab ich dich? Hab ich doch eben noch... Ah, hier. Ach nee, das ist kein Odogaron. Das ist ein Radoban. Ach, auch nicht schlecht. Radoban und Baselgeuse oder Batze. Ach, ist doch eigentlich auch total Wurst. Der Basel. Die beiden hauen wir jetzt um. So. Der Tarnkappenbomber. Ja, der Tarnkappenbomber. Der, also ich finde doch diesen Schrei so richtig urig. So richtig... Ja. Richtig. Ja. Aber der erschreckt mich jedes Mal. Ich bin da so fett am Kämpfen und plötzlich taucht er auf. Ja, ich auch seit ich High Rank mache, schaue ich ständig auf die Minimap, um zu gucken, ob der nicht noch irgendwo angeflogen kommt. Ja. Zum Glück hat meine Rüstung ein bisschen Resi gegen Feuer, deswegen haut er mich nicht gleich um, aber gerade am Anfang hat er mich richtig schnell weggenatzt. Oh ja. So, dann nehmen wir das Ganze mal an. Der Radoban, der ist nun wirklich easy going. Ja, das sowieso. So, da gibt's nämlich... Genau, 18.900 Zenny, gut durch 2, aber ich packe mir auf alle Fälle noch einen Gutschein drauf. Genau, und dann kannst du eigentlich meiner Queste dann schon gleich beitreten. Ja, jetzt wird sie angezeigt. So, und ich gönne mir mal was Schönes zu essen. Ich bin doch gerade mal dabei, die ganzen alten Zutaten mal nachzufarmen. Ja, das müsste ich auch mal fertig machen. Ich habe das auch lange Zeit ignoriert, aber so, ich will auch mal langsam mit diesem Nebenkram vorankommen, dass ich mal die ganzen Materialien habe für die Werkzeuge, dass ich alle Zutaten habe, dass ich die Botanik voll ausbaue und so weiter und so weiter. Ja, das ist eigentlich wichtig. Das habe ich bei dem hier, mit dem Charakter, sehr spät gemacht. Und dann habe ich immer am Anfang immer nur einen Anpflanzung gehabt beim Baum. Und das ist so nervig, wenn du dann zu wenig anpflanzen kannst. Ja. So, ich nehme noch Mega-Dämonenmittel mit. Eine Panzerhaut habe ich. Naja, das sollte ja erstmal reichen. Gut, dann wollen wir eigentlich einen von den beiden fangen. Ach komm, wir können uns den Spaß machen und können ja einen fangen. Ja, wie du willst. Also ich habe auch alles dafür dabei. Na, ich nehme mal Fangzeug mit, dass wir theoretisch sogar beide fangen können. Ja, wenn wir beides dabei haben, jeder, dann passt es ja. So, dann starten wir los. Verdammt, ich dachte erst, dass es der Odogaron ist. Nee, es ist nur der Radoban. Aber ist auch Wurst. Ich bin echt froh, wenn ich diese Untersuchungen abgeschlossen habe mit diesen drei Drachenältesten. Und zwar, was ihr jetzt nicht gesehen habt im Video, der zweite Drachenälteste ist der Teostra, der sogar ziemlich bekannt ist, nämlich aus Monster Hunter Frontier. Da ist der damals sogar Flagship-Monster gewesen, glaube ich. Also Monster Hunter Frontier, wer es nicht weiß, das ist ein Monster Hunter MMO, das schon vor ewigen Zeiten in Japan erschienen ist, allerdings auch wirklich nur in Japan. Ach, das ist schon mal, das wusste ich auch nicht. Das hat sogar richtig viele Erweiterungen. Ich glaube sogar 27 Erweiterungen. Oha. Das ist richtig groß, Monster Hunter Frontier. So, warte mal. Da ist schon die erste Radobahnspur. Mich hat er natürlich irgendwo runterfallen lassen, der Vogel.
bin hier irgendwo im Nichts. Oh Gott, der rollt hier schon direkt an mir vorbei. Ah, ich habe den Odogaron gefunden. Theoretisch können wir den, glaube ich, auch noch machen, aber ich glaube, das hilft uns bei der Quest dann nicht. Ne? Also es gibt nicht mehr Belohnungen. Nee, außer das, was du halt lootest. Ach, so. Du hast ihn gefunden. Ja, ja, komm mal her, Radoman. Unterwegs. Oh, auf der Karte wird mir der Besen angezeigt. Ach, Bummel, da kommt mir. Ja, der Basil, der ist natürlich sofort am Start und wir hier einfach mal mitmischen. So, muss ganz kurz mal, weil ich mal wieder feststelle. So. Und da kommt er auch schon. Boah, schön im Flug noch dem Basil einen mitgegeben. Ich habe ihn mal gestunt. Sehr gut. Jetzt können wir es ja gleich zusammen machen, hier beide. Oh, dieser Schrei, ey. Ach, der Radoman hat sich dann noch direkt verzogen. Mhm. Gut, dann können wir ja erstmal den Basil ein bisschen schwächen. Oh, komm, State. Ach, das. Oh, du hast Vitalitätswespen. Ja, die habe ich mal für einen bestimmten Kampf ausgerüstet gehabt, weil die gar nicht zwischendrin gar nicht schlecht sind. Ja, glaube ich mal, ne? Normalerweise kämpfe ich mit der. Hat meine Katze die Raubklaue. Ja. Wenn ich beim Farmen bin, ist es halt praktischer. Oh, er ist wütend. Ja, der hat auch sogar ziemlich hart bekommen die ganze Zeit. Mhm. Ich glaube, der knockt mich hier auch gleich aus. Ah, ich glaube, ich habe noch den Gilly-Mantel. Ah, ich bin drauf. Sehr gut. Dann nutze ich mal ganz kurz die Zeit. Aber das ist auch ein hartnäckiges Siege. Der Basil? Mhm. Ich habe den bisher noch nicht einmal solo gemacht. Ich auch noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das einzige, wo ich muss sagen, ich habe ihn sehr spät erst besiegt. Nämlich als Gehärteten. Ja, warum auch nicht, ne? Ich weiß, dass der Boger mir mal erzählt hat, dass mittlerweile für ihn der Basil gar kein Problem mehr ist. Denn der Boger, das ist ja so ein Bogenspieler. Und der meint, der kommt da immer ziemlich gut ran, ohne dass der Basil eine Chance hat, ihm Schaden zu machen. Okay. Ich glaube, den haben wir auch gleich. Aber der hilft, glaube ich, nochmal, ne? Oder auch nicht, ne? Haut er mich erstmal um hier, das erste, was er macht. Aber die komischen bösen Katzen haben uns geholfen, die also am Anfang böse sind. Die Gajalaka? Genau, Gajalaka. Ich hab grad den. Ja, das ist eine Referenz auf Monster Hunter Tree, denn da gab es ja die Shakalaka. Stimmt. So, ich würde sagen, wir finishen erstmal den Basil, oder? Weil der kann uns ja noch mal so richtig böse invaden.
Oder ja, willst du den Odogaron machen? Nee, der Basil, also, den haben wir jetzt so gut runtergehauen. Muss ich gerade gucken, wo wir lang müssen. Ach, wegen dem Odogaron sehe ich das noch. Aber ich denke in die Richtung. Ich denke, ich laufe falsch. Deswegen drehe ich mal um. Nee, du läufst mir nach. Nicht richtig laufen. Von der Karte her. Und hier geht's ja gleich runter. Oder springen kann man ja hier runter irgendwo. Genau, hier geht's ja runter und da müsste man eigentlich gleich und in der Nähe. Oh, verdammt. Ja, gesagt. Der ist hier unten im Gift. Aua. Und das erste, was er macht, er tickelt mich um. Der ist richtig gut drauf jetzt. Ja, aber der Schrei ist wirklich heftig von dem. Ja. Hört sich auch richtig cool an, also muss ich sagen, der gefällt mir richtig. Richtig schön. Oh, jetzt macht ihr nochmal ein bisschen Bomben-Action. Ja, ich bin die ganze schon am Weglaufen vor den Hageln. Aber fällt mir auf, dass ich eigentlich gerade noch heilen wollte. Oh, jetzt entkommen diese kleinen Gyros. Die sind ziemlich nice, wenn die den Feind angreifen. Ja. Weil die stunnen den richtig gut. Das hat mir so damals rein. Hab ich den Giftcake noch aktiviert? Nein, glaub nicht. Ich will ja, dass der so ein bisschen vergiftet wird noch. Ich habe ihm irgendwas abgeguckt. Oh, guck mal, unser alter roter Freund ist da. Ja, ich sollte hier mal ganz kurz raus. Oh, verdammt. Ich habe beide gleichzeitig getroffen. Versuch mal zu mounten. Okay, das ging mal richtig in die Hose. Ich war beim Sprung gestunt und konnte dadurch die Waffe nicht ziehen. Ich habe ihn mal verliert. Und? Wenn ich es ja nicht nur so extrem bin. Haut er jetzt schon wieder ab? Vielleicht sollte man ganz kurz die Chance nutzen, um ein bisschen zu schleifen. Ja, mach das, ich link, solange den Odogaron hat. Dass er dich nicht stört. Der Basil ist jetzt wieder nach oben gegangen. Ja. Da gehe ich jetzt auch hin. Ich bin hinter dir. Bleib da unten, ich will auf dich draufspringen. Oh Gott. Kommst du um die Ecke, plötzlich steht er vor dir. Nein! Ach, scheiße. Das hat er mich doch noch erwischt. Ich dachte, ich könnte mich da noch schnell rausretten. Aber der macht auch extrem viel Explosionsschaden, gell? Nee, der hat mich mit einem Schlag dann gerade eben noch erwischt. Das haut doch schon wieder ab. Egal, da können wir mindestens zusammen. Naja, zusammen den erlegen. Den ziehen wir jetzt weg. Ah, der Radoban gibt sich die Ehre. Ist er wieder runter? Ich warte hier auf dich. Wo bist du? Ach, da. Ich sehe dich. Ach, er fliegt weiter. Mindestens der da jetzt nicht aggressiv, wenn man ihn nicht rangreift. Vorsicht hier unten. Ach, der, ja. der battelt sich hier gerade noch ein bisschen mit dem Odogaron. Mhm.
Ey, wieso schaffe ich es eigentlich heute mal nicht, irgendwie mal einen Sprung anzusetzen? Also, entweder falle ich immer hin, oder irgendjemand schreit und... Oh Gott. Ja, das kenne ich aber. Ja, ich glaube, wir sind ins Gift gerutscht, finde ich, oder? Ja. Ja, genau. Das... Bin ich jetzt auf dem richtigen? Nein, ich bin auf dem falschen. Oh nein, jetzt bin ich vergiftet. Was minimal blöd ist, da ich kein Giftzeug dabei habe. Jetzt habe ich den falschen gemountet. Egal, ich hau den mal um. Mach das. Ich versuche gerade nicht am Gift zu sterben. Sind der jetzt schon wieder? Der ist schon wieder abgehauen, oder? Ah ne, da ist er ja wieder. Das ist so ein Wuselkopf. So, wo ist er jetzt hin? Wieder nach oben. Was gibt's hier eigentlich noch für Spuren? Na gut, nur Ortogaron. Hä, wo ist denn der hin? Ach, zum Nest vom... Von Radovan. Oder was? Ah jo. Der schläft. Ja dann. Ja, das heißt, genau. Wo ist meine Falle? Ich versuche jetzt hier mal irgendwie diesen Spuren zu folgen. Wieso ist meine Falle weg? Ah, weil ich die Sitzung gewechselt habe. Warte mal. Ich lenke dir schon wieder irgendwie alles in eine falsche Richtung, aber ich glaube jetzt habe ich's. Ja, da oben hin. Ja gut, dann... Ich habe alles dabei fürs Fangen. Ja, zum Glück. Ich habe mich gerade gewundert, wo meine Sachen sind. Aber wenn man die Sitzung wechselnd und vorher nicht speichert, ist das ja weg. So, dann lass mal hoffen, dass wir ihn jetzt auch fangen können. So, den haben wir. Sehr gut. Wunderbar. Dann lass mal bitte den Radoban töten, denn dann habe ich den Basil Goose als Gefangenen. Also kann dann mir den nochmal anschauen, wenn ich zurück in der Basis bin. Stimmt, weil ich habe den dann auch da liegen. Noch den alten Knochen Heinrich hier noch. Zerlösen. Das war eins der ersten Monster, die ich gefarmt habe. Weil ich die Rüstung haben wollte. Ja, die ist auch ziemlich gut. Ich habe dann relativ schnell aber mehr Zeug vom Ordogaron gehabt. Genau. Und dann deswegen für die Ordogaron-Rüstung entschieden. Weil wir die ja dann auch im Livestream gefarmt hatten. Ey, das gibt's nicht, ich will die scheiß Vitalitätswespe. Danke. Oh, eine Minute zu früh gesprungen. Nee, eine Minute nicht, eine Sekunde zu früh gesprungen. Also ich bin auf dem Bauch. Sehr gut, wenigstens einer. Schön auf die Kopf. Zack. Hey. Hold up. Ganz schnell mal nachschleifen. Ich habe ja zwischendurch schon die neue Version, also die dritte Version vom Blitzhackmesser gemacht.
Es ist zwar immer noch Seltenheit 6, aber hat dafür viel mehr Blau. Macht natürlich auch noch ein bisschen mehr Schaden. Der Hammer vom Negigante hat halt viel blaue Schärfe. Ja, fast alle Negigante-Waffen haben doch richtig viel Blau. Ich habe mir durch deinen Stream habe ich ja noch ein paar Sachen gekriegt, wo die Zorak Magdorot Hammer. Ja. Und dann habe ich mal wollte ich den mal ausprobieren, habe ich gemerkt, Alter, der hat ja gar keine blaue Schärfe. Da war ich voll überrascht. Da habe ich wohl nicht drauf geachtet. Aber weiße Schärfe gibt's hier noch nicht, ne? Das haben Langschwerter, haben ein paar. Das war immer früher so die höchste Stufe, weiße Schärfe. Oh, ich wurde von den Katzen erwischt. Oh, super. Aber er auch. Ah, meine Katze hat mich rausgeholt. Wunderbar. Oh, ich habe noch die Krankheit vom Odugaron drauf. War ich das jetzt oder war das der andere? Wie der mich am Anfang geärgert hat, der wurde darum. Mit dem habe ich gar keine Probleme gehabt, tatsächlich. Beim ersten Kampf ganz Zeit Blutung. Nein, und vor allem, was macht man dann erstmal dagegen, ne? Ja, in der Hektik habe ich das erst später mitgekriegt. Stehen bleiben und gebückt. Toll. Genau. Oder halt ein Blutungsfleisch essen. Der schubst mich hier auch was rum heute. Ja, okay. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber der ist schon fast nackt. Wir haben ihm fast alle Knochen runtergeschlagen. Mhm. Ja, ich glaube, wir hatten da eine Hilfe für so unseren roten kleinen Freund. Der hat ihn auch ein paar Mal umgehauen. Natürlich hat er genau in dem Moment aufzurutschen. So, da liegt nochmal Material. Das will ich auch. Natürlich nehme ich erst die Munition. War bei mir auch so. Ist irgendwie immer so. Ach, der ist hoch in sein Nest. Na, da wo auch schon der Basil liegt. Mhm. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, schnell mal nachschleifen, bevor wir jetzt hier zum letzten Schlag ausholen. Du hast nicht zufällig Fässer dabei, oder? Doch, zwei Stück. Und dann? Oder? Ach, nee, es kann sein, dass ich sie nicht dabei habe. Ah doch, ich hab da gespeichert. Dabei. Willst du mich verarschen? Na, hau mal ran hier. Und dann zünde mal. Ich glaube, das hat ihm nicht so gefallen. Schön mit der Waffe ins Gesicht gesprungen. Aua. Und ab geht's hier. Aua. Oh nein. Jetzt muss er sich jetzt im letzten Moment die Knochen wieder drauf machen. Der ist doch fast hin, oder? Ja. Ja. Yes, hin. Schade, einmal gestorben, das heißt, es gibt nicht mehr ganz so viele Zenny. Ja, aber da kann man nichts machen. Das gibt so manche Situationen, da bin ich richtig blöd gestorben. Ja, das stimmt. Also. Ich muss feststellen, den habe ich auch noch nicht getötet. Den Radoban? Ja. Ja.
Das habe ich, glaube ich, voll übersprungen, die zwei. Na gut, meine... Das okay, den dazu blauen Rathalos habe ich auch noch nicht. Ah, doch, einmal. Doch, stimmt. Jetzt ja gut, die Sache ist natürlich, wenn man jetzt nicht gerade seine Rüstung farmt, man macht ihn zwar einmal im Low Rank für die Story, aber danach braucht man ihn ja eigentlich nicht mehr. Ja, ich hätte schon das Monster Lexikon gern voll. Das muss ich alles nachholen. Oh ja, hast du noch ein bisschen Zeit. Das Spiel ist ja erstmal knapp einen Monat draußen. Also heute ist es erst einen Monat draußen. Ja, genau. So, jetzt mal Daumen drücken, dass ich jetzt hier die Untersuchung vollkrieg. Tu ich. Mach ich. Oh, richtig schön viel Loot. Antilem-Juwel. Ja, das habe ich auch bekommen. Immerhin 12.610. Oh nee, ich habe natürlich die Untersuchung noch nicht voll. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal eine Quest hier in der Gegend machen. Schade. Na gut. Wie viel fehlt dir denn? Du bekommst ja pro Monster, dass du, also pro Quest-Monster, das du erlegst, kriegst du ja so eine festgelegte Menge. Mhm. Das ist auch genauso viel für ein Quest-Monster. Bedeutet, ich werde mal gucken, was ich jetzt hier noch so machen kann. Vielleicht nochmal den Groß-Gyros nochmal angehen. Den habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Und wenn du da noch jemanden willst, mir fehlt da von dem auch noch ein paar Teile. Vom Groß-Gyros? Mhm, für mein Leben haben wir. Boah, den könnten wir eigentlich ja direkt machen. Warte mal. Bestimmt die Quest hier irgendwo. So, warte mal. Der geht hier relativ schnell. Ich denke auch. Warte. Ist das noch eine Rang 6 Quest? Ja. Erjage einen Groß-Gyros. Willst du den fangen oder töten? Fangen oder töten. Lass ihn uns fangen, geht jetzt schneller, würde ich sagen. Ja, dann packe ich das Zeug ein. Ja. So, diesmal habe ich alles dabei. So. Brauche ich irgendwas Spezielles beim Großgyros? Nö. Glaube ich nicht. Eine Nullbeere sollte man eigentlich immer mal dabei haben. In welches Lager gehst du? 11 oder 1? In die 1 gehe ich für ihn. Dann gehe ich auf die 1. Genau. Mein uraltes Tränkchen. Ja, eine Falle habe ich noch dabei. Ach, ich hab gar nicht meine Panzerhaut und... Ich vergesse immer so diese ganzen Dämonenmittel und alles so zu nehmen. Ja, das kenne ich. Also ich freue mich immer, dass ich daran denke, die mitzunehmen. Aber dann esse ich sie nicht. Oder trinke sie nicht. Ich habe mal die Waffe gewechselt. Stimmt, eine gute Idee. Werd bei ihm dann eher auf Eis gehen. Werd dann dem Frosträuber mitnehmen. Ja, da muss ich auch noch was farmen für meinen Frosthammer. Nee, aber ich will den Schwanz abschlagen, deswegen habe ich mein Schwert mitgenommen. Ja, und ich nehme den Frosträuber mit, weil dadurch, dass er, glaube ich, selber blitzt, glaube ich, gegen Donner ist er nicht so anfällig wie gegen Eis. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, Eis war hier. Echt die bessere Wahl gewesen. So, Frosträuber. Ich bin ja gerade noch dabei, mir das Nergigante Langschwert zu machen. So. Ich bin übrigens fertig. Aber du weißt, wie das aussieht, oder? Ich will dich jetzt nicht spoilern. Warum? Weil ich es anhabe. Hast du das Nergigante Langschwert an? Mhm. Na dann schau ich es mir gleich mal an. Also die letzte Stufe davon. Achso, die Seltenheit 8, ne? Genau. Ja, ich könnte mir erstmal die Seltenheit 7 machen, wenn ich noch zweimal seinen Schwanz farme. Ja, ich habe auch ein bisschen gefarmt, bis ich das Glück hatte. Mhm. Habe ich, glaube ich, einen halben Tag, bis ich alles hatte, weil ich so Pech hatte mit dem Kristall. Zeig mal her hier.
Wow, sieht doch nice aus. Ich finde es richtig cool. Na gut, ich finde hier der Frosträuber, der sieht auch fett aus. Ja, das habe ich beim Stream oder beim Video von dir gesehen, habe ich gedacht, der Legiane sieht schon nice aus. Ja, ist schon richtig, richtig gut. So, lass uns mal schnell zum Großgyros nach unten gehen. Ah, weißt du was, diesmal nehme ich meinen Panzerhaub, brauche ich bei dem nicht, aber das Dämonenmittel nehme ich mal. Genau, das wollte ich, denke ich jetzt auch mal. Und den Gillimantel. Ja, ich könnte natürlich auch wieder diesen Lebenskraftmantel nehmen, aber bitte? Willst du nicht rechts rum? Oh, aber hier ist noch eine Spur. Wir haben doch ältesten Hinweise gefunden. Wir machen gute Fortschritte. Ach du Schreck, guck mal, jetzt habe ich ja schon beinahe voll hier vom Spuren sammeln. Rechts rum für den Großgyros? Also ich gehe mal rechts rum, vielleicht liege ich da auch falsch, aber da kommst du direkt hier runter und wenn du hier rechts und hier lauft er gern rum, also bei mir lauft er hier gern rum. Ja, dann guck mal hier einfach mal. Also bei mir kommt er immer von da hinten. Genau, von da. Ja, hier ist er auch, hab ihn. Genau. Das ist nämlich sein Nest hier. Deswegen. So, dann soll ich das Element schon drauf. Bämsen. Grün sieht das ja nicht cool aus. Oh nein. Voll weggestunt. Boah, dann hat er mich auch noch hier runter getackelt. Oh, das ist gar nicht schlecht, dann kann ich kurz mal heilen. Ja geil, kommt noch gleich einer von seinen kleinen Gyros-Typen da angesprungen. Bleib doch mal stehen, dass ich dich angreifen kann. Ich geh mal mit auf seinen Schwanz, den wolltest du ja abhacken. Ja, genau. Meine ganzen kleinen Gyros hier alle fertig machen. Bei meiner Waffe ist es halt immer praktisch, wenn so viele kleine da sind. Kann ich immer schön die Buff aufladen. Kann es sein, dass durch das Kreischen die Leute um Hilfe ruft? Muss das sich jetzt bringen? Monster ist zu klein, um mit zwei großen Waffen auf ihn raufzuhauen. Wo ist er hin? Ach da. Obwohl, wenn wir ihn jetzt fangen, habe ich ja schon wieder nicht mehr den Basil in meiner Base. Also müssen wir ihn töten. War das im Monster Hunter immer so, dass man Mitglieder hochgeschleudert hat? Ja, früher sogar noch viel mehr. Weil ich kenne ja nur das Monster Hunter vorher, die PlayStation 2. Und das Let's Play von dir. Oh Gott, das ist ja, hast ja auch einiges verpasst, sage ich mal. Und für die DS-Teile konnte ich mich nicht begeistern wegen der Steuerung. Ja, man hat ja keine andere Wahl gehabt. Ne? Das war ja nur lange Zeit das Einzige, was Monster Hunter-mäßig nach Deutschland gekommen ist. Ja, nachdem die PSP-Teile oder generell nachdem Monster Hunter nicht mehr für die PSP kam. Ja. Wie gesagt, ich habe das halt alles für die PlayStation 2 noch gespielt damals. Da weg. Ach komm schon, ich finde diese kleinen Gyros total lame. Obwohl ich die praktisch finde, wenn die Katze damit angefreundet ist. Ja, das stimmt. Man hat die ganze Zeit stunt. Er will aber auch seinen Schwanz nicht verlieren, ne? Ja.
Aber auch zum Schritten nicht. Ups, ich war falsch. Da ist er ab. Jetzt tue ich den Mega-Move noch. Ich loote mal schnell seinen Schwanz. Ja, mach das. Du kämpfst. So. Oh, ich glaube, den haben wir jetzt sicher. Da ist der Schwanz. Den will ich auch. Und ich habe einen gekriegt. Hast du noch Fässer? Ich glaube, ich habe mitgenommen. Kann auch sein, dass ich es ja vergessen habe. vor lauter Fangen. Wer fängt an? Ich habe vielleicht leider keine Fässer, von daher. Oh Gott, da hat er gar nichts mehr gebraucht. Oh. Das gut. War ja nur ein Schlag. Das war jetzt ja wirklich nicht mehr so viel, ne? Das war jetzt ja. Einfach. Der letzte Schlag, so, ne? Ja. Einfach nur so ein Hauch. Ich glaube, hätte ihn noch streicheln können, wäre gestorben. Ja, einmal schief angucken. Also, looten sollte ich mal. Wir haben ihn ja gar nicht gefangen. Ist hier irgendwas noch, wo man abfarmen kann hier? Noch ein Lähmpilz. Ich spring mal runter, vielleicht finde ich noch was. Na, guck mal, noch ein Lähmpilz. So. So, dann habe ich jetzt nämlich auch die Dingsens fertig, die Untersuchung, dann kann ich jetzt endlich alle drei Drachenälteste machen. Genau, so noch ein bisschen Zeug von ihm. Oh, es könnte sogar reichen für meinen Hammer. 6 Minuten 22 haben wir gebraucht, finde ich nicht schlecht. Ja. Das gibt's nicht, ne? Es fehlt nur noch eine Foto oder sowas. Echt? Ach, Mann. Na gut, aber das mache ich dann. Das mache ich dann schnell mit einer Expedition dazu. Ah ja, klar. Dazu mache ich jetzt hier nicht nochmal einen Run. Ich habe jetzt echt gedacht, Mensch, das müsste doch reichen. Es fehlt ein Millimeter fehlt. Das ist jetzt schon antiklimatisch für das Ende dieser Aufnahme. Egal. Trotzdem, Blackhead, es hat mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst. Ja, mich auch. Immer wieder gern, wenn du mal Hilfe brauchst. Steh gern parat. Ja, vielen lieben Dank. In diesem Sinne und auch an euch, in der nächsten Runde machen wir das hier fertig und dann geben wir auch den ersten Drachenältesten an. In diesem Sinne, haut rein, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.